Hallo meine Latronauten, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Let's Play GTA Online. Heute am Free Friday starten wir mal mit einer Runde Turf Wars. Leider habe ich es nicht geschafft, wirklich viele Leute hier einzuladen. Irgendwie hat anscheinend keiner Bock, irgendwas zu spielen. Weder Juggernaut noch Turf Wars. Keine Ahnung, was da los ist, ob die alle irgendwie heute... Freaking fucking... Freaking fucking langweiligen Freitag machen oder was? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, massiv nervig. Wow! Ist ja gut, mein Schätzchen. Alles gut, mein Freund. So, jetzt müssen wir die hier erstmal ein bisschen was abnehmen, ne? Das schaffe ich nicht mehr. Ja, für alle, die Turf Wars nicht kennen, es geht darum, so schnell wie möglich, so viele Felder wie möglich in seiner Farbe. Oh, fuck. Zu markieren, um am Ende dann eben den Punkt zu bekommen. Und nach Möglichkeit sich nicht von dem Gegner zerfetzen lassen mit seinen Raketen. Das heißt also, ich werde jetzt versuchen, geschickterweise nur noch hinter dem herzufahren. Jetzt habe ich die Rakete verpasst, ich Idiot. So, jetzt klauen wir dir mal wieder ein paar Felder. So. Diese Runde sollte wohl an mich gehen, denke ich. Das sollte... Nee, krass! Wie hat er das denn jetzt geschafft? Alles meins. Oh, jetzt hat er mich kaputt gemacht. Jetzt hat er mich... Nein, der kann jetzt noch... Der gewinnt das jetzt nicht, oder? Nein, du Arsch! Ja. Toll. Ja, keine Ahnung. Ich wollte eigentlich ja noch eine Runde Juggernaut spielen jetzt gleich. Aber... Oh, ich Idiot! Aber so wie es aussieht, hat da keiner mehr Bock drauf. So, das ist halt eben das Problem von den, von diesen ganzen Gegner-Modi, dass immer wenn, neuer rauskommt, die Leute halt eben keinen Bock mehr drauf haben, weil es einfach viel zu viel ist, so. Das ist halt eben Reizüberflutung, nennt man das so. Lässt er mich jetzt gewinnen oder was ist mit ihm los? Komm schon. Wie kann der denn vorbeifliegen? Das geht überhaupt nicht. Hättest du wohl gern gehabt, ne? Du Sauhund, du. Wow. Ja, das ging schief, würde ich sagen, ne? Aber ist ja nicht so tragisch. Oh nein! Wo ist er denn überhaupt? Nein, du Sack. Verschwinde doch nicht einfach. Nein! Wow! Ey, wo ein Loch ist, da falle ich auch rein, oder? Nein, 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 er darf jetzt nicht... Nein, er gewinnt das schon wieder. Auf gar keinen Fall, mein Freund. So nicht. Komm schon, 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 komm schon. Komm! Ja! Ja! Das ist ein Herzschlagfinale, aber jetzt hat er richtig gute Chancen, weil ich halt einfach schon direkt am Anfang tot war. Und hier Raketen durch die Gegend fliegen ohne Ende. Hör mal auf, Junge. Hat er sich die Plattform da oben gesichert? Ich glaube dir ja nicht. Nein! Ich bin so schlecht!
Oh, guck mal, das sieht gar nicht... Oh, du verdammter Sack! Du Sack! Ja, okay, das gewinnt er. Da habe ich ja kaum noch eine Chance. Aber... Wir geben nicht auf, wir fallen halt einfach. Komm schon! Schneller respawn! Oh mein Gott, wie soll ich das denn bitte noch schaffen? Okay, mein Freund, das hast du verdient gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Und, ja. War ganz lustig, ja, war ganz lustig. Tatsächlich, also... Ja, gibt schlechtere Spielmodi. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich zur nächsten Runde. Was auch immer, ich kann es euch leider nicht sagen, was es wird. Deswegen lassen wir uns alle einfach überraschen. Bis gleich. Da sind wir wieder und zwar spielen wir eine Runde Deadline. Wer es noch nicht kennt, es ist wie in dem Film Tron. Wir sitzen auf Motorrädern und ziehen lustige Spuren hinter uns her. Und wenn einer von unseren Gegnern durch diese Spuren durchfährt, dann explodiert er. Man hat, glaube ich... Habe ich gesehen. 10 Leben. Das ist eine ganz schöne Menge auf jeden Fall. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es wird. Ne? So, ich habe den Spielmodus ein, zweimal an der PlayStation gespielt, aber noch nicht am PC. Aber das soll uns ja nicht hindern, hier irgendwie was geregelt zu kriegen. Ich hoffe... Wow! Wow! Das war fucking knapp. Man kann auch hier so schön... Aber dann sieht man halt nichts mehr. Man sieht die Spuren der anderen nicht mehr. Das ist natürlich immer ein bisschen doof. Hier, du verarsch mich nicht, mein Freund. Das war ganz schön knapp schon wieder, was ich hier gemacht habe. Da ist der erste gestorben. Da haben wir einen erwischt. So, und auf die Jagd nach dem nächsten. Oh, man darf auch nicht stehen bleiben. Das ist auch ganz entscheidend. Wenn man stehen bleibt, explodiert man nämlich auch, weil man sich mit der eigenen Spur sozusagen abschießt. Oh, nein! Verdirri noch eins. Ah! Du Sack! Hier, dieser Orange, der muss auch mal sterben, ne? So, da hat sich Orange erledigt. Ah! Ich sag da jetzt nichts zu, ne? Zu meinen Skills hier. Na, aber bin ich ein Idiot? Ich bin Idiot. Na, das hättest du wohl gern, ne? Ja, okay. Läuft. Was mache ich denn hier? Warum habe ich den denn jetzt nicht eingefangen? Gekriegt. Blablups. Dummsens. Das war wieder mal sehr knapp, was ich hier mache. Wieder mal sehr knapp. Vielleicht. Nein! Wäre ich nicht den Bogen nach rechts gefahren, hätte ich es vielleicht geschafft, den zu kriegen. Ich verabschiede mich anscheinend gleich auch schon aus der Runde, weil ich tatsächlich wirklich einfach schlecht bin. Oh, das war so knapp. Ich habe so ein Glück gehabt, ne? Ich habe einfach so ein unverschämtes Glück gehabt. So ein Scheiß, ihr Schweine. Ihr habt's auf mich abgesehen. Ihr wollt mich doch aus dem Spiel haben. Ich merke das doch.
So, und jetzt gehen wir auf die Jagd nach irgendwem. Oh, das war schon wieder verdammt knapp, ey. So, dich machen wir platt. Hättest du wohl gern, ne? Das hast du dir so gedacht, mein Freund. Das hast du dir aber nur so gedacht. Ich bring mich aber auch immer in Situationen. Nein, ich... Boah! Ich habe noch ganze 3 Leben. Das macht mir ja auf jeden Fall mal Hoffnung. Selbst wenn ich das den ersten übersprungen hätte, wäre ich beim zweiten gelandet und dafür reingefahren. Ah, nee. Was soll ich noch sagen? Was soll ich denn dazu noch sagen? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ja, ne, Deadline. Geiler Spielmodus. Ich rock mal wieder. Ich rocke. Du bist tot, Freund. Das war so fucking knapp. Das übrigens auch. Wow! Bin aber auch hier. Ich gehe voll High Risk hier, Freunde. Nur für die Action. Alles für die Action. Alles für das Action. Nein! Ich Idiot! Ich Idiot! Ich Idiot! So, Aufholjagd mit dem letzten Leben ist gar kein Problem. Kommt doch. Ja, los. Traut euch schon, ihr Schweine. Ha. So nicht, mein Freund, so nicht. Gut, damit beenden wir die Folge für heute. Ich hoffe, es hat euch trotz meines absoluten Verkackens in beiden Disziplinen trotzdem irgendwie gefallen. Falls dem so ist, lasst mal einen Daumen nach oben da. Da sind ein paar Videos zu sehen. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt. Denkt dran, dass es die Latronauten gibt, also joint der Crew, dann können wir öfter mal zusammenspielen. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, sehen wir uns morgen Abend ab 18 Uhr zum Livestream, GTA Livestream, hier auf YouTube und auf Twitch. Ich sag wie immer, bis denne!